Leute, die erzählen mir immer, dass es heutzutage eigentlich kein schlechtes oder sogar fast nur gute Fahrräder gibt. Und ja, ich denke mir dann immer, das bedeutet ja nicht, dass es keinen Raum mehr nach oben gibt. Das heißt einfach nur, dass alle mit dem Stand der Technik zufrieden sind. Ja, genau. Aber uns ist eigentlich schon vor längerer Zeit, vor 2-3 Jahren aufgefallen, dass die Räder in einem Punkt eigentlich immer schlechter werden über die Jahre. Und das ist die Raderhebungskurve. Weil früher ist man 26 Zoll gefahren, ist man große Kettenblätter, war ein Freerider 38er Kettenblatt gefahren und hat dementsprechend hohe Drehpunkte gehabt. Da hat einen noch ein bisschen Pedalrückschlag nicht gestört. Und heutzutage ist alles pedaliereffizient, die Räder werden immer größer, die Tretlager rutschen dementsprechend relativ zur Radnabe nach unten, zur Achse. Und ja, Standard, also ein 29er ist vielleicht ein 32er Kettenblatt und dementsprechend versaut es einem eigentlich die Raderhebungskurven und der Hinterbau performt schlechter als er könnte. Genau, da. Sonst gibt es, glaube ich, in unseren Augen so, was Hinterbau, Federungsperformance angeht, echt nicht mehr viel Spielraum. Heutzutage ist alles irgendwie vom Anti-Squat her optimiert bei den meisten Herstellern im Großen und Ganzen. Das heißt, die virtuellen Drehpunkte, die Raderhebungskurven, die ähneln sich eigentlich alle. Genau. Egal ob ein Gelenker, vier Gelenker, VPP, was auch immer. Und ganz genau. Was halt ist, ist gerade bei den Rädern mit virtuellen Drehpunkten, da wandert halt der Drehpunkt oft weit nach vorne und das kann für ein ja, bestimmtes Verhalten auf der Bremse sorgen. Und zwar ist es der Anti-Rise. Das werden wir euch im nächsten Video, werden wir euch die beiden Anti-Werte, also Anti-Squat und Anti-Rise nochmal genauer erklären. Jetzt einmal nur ganz grob angerissen, wenn der Drehpunkt relativ weit vorne liegt, aber auf Kettenblatthöhe, damit man einen guten Anti-Squat-Wert hat, dann passiert halt Folgendes, du bremst und der Hinterbau kommt aus dem Federweg. Und wenn man das in einem steilen Stück macht, dann hat man eh schon vielleicht Überschlagsgefühle und dann bremst man und man hebt noch weiter raus. Und das ist halt, das will man eigentlich nicht. Und das kann man sogar, wenn man einfach nur im Flachen fährt und die Bremse antickt, dann merkt man eigentlich schon, was passiert, ob der Hinterbau reingeht oder rausgeht. Und bei einem Eingelenker mit einem hohen Drehpunkt passiert zum Beispiel das Gegenteil, da federt der Hinterbau leicht ein. Genau, jetzt nur so das kurz dazu, aber genau an diesen beiden Punkten wollten wir eigentlich ansetzen mit unserem neuen Projekt. Wir wollten da zum einen die Raderhebungskurve ziemlich rückwärts gerichtet gestalten, dass der Hinterbau halt nicht nach vorne federt, die Kettenstreben sich verkürzen und halt ist auch einfach nicht die Ausweichrichtung für Hindernisse, die man haben möchte. Und wir wollten ein optimales Verhalten auf der Bremse erzeugen, um halt im harten, steilen Gelände halt die Kontrolle zu behalten und ja. Da haben wir eigentlich angesetzt, da fing es los irgendwie im Gehirn sich zu drehen und wir haben 5000 Sachen aufs Papier gemalt. Genau. Wir haben im Prinzip oft den Ansatz, dass wir sagen, wenn es was zu kaufen gibt, was uns völlig befriedigt, dann kaufen wir das lieber und gehen Fahrrad fahren. Genau. Aber da brannt es uns wirklich unterm Nagel und da sind wir schon lange dran und du kannst ja auf jeden Fall mal was zu den ganzen Ansätzen, die wir alle probiert haben. Genau, jetzt endlich, irgendwie die Idee war halt schnell da, um die Raderhebungskurve halt nach hinten zu richten und gleichzeitig trotzdem ein gutes Pedalierverhalten, einen Anti-Squat-Wert hinzukriegen, war uns irgendwie schnell klar, dass wir eine Kettenumlenkung haben wollen. Und ja, dann haben wir einfach, wir haben angefangen, wir haben Eingelenker gemacht, wir hatten irgendwie relativ lang irgendwie in der Schublade ein Rad, was ziemlich genau wie das aktuelle Kommensal aussieht, nur leider haben wir immer viel andere Sachen zu tun und die haben das dann einfach auf den Markt gebracht. Ja, und das Anti-Dot hatten wir auch schon konstruiert, als Anti-Dot es veröffentlicht hat. Also, genau, also es scheint so, dass wir oft die richtige Idee zur richtigen Zeit haben, aber einfach nicht die Manpower und das Kapital. Ja, aber auch diese beiden Räder sind halt, was Raderhebung, was Anti-Squat angeht, gut, aber halt nicht so auf der Bremse, wie wir uns das gewünscht haben. Genau, das hat uns immer Bauchschmerzen gemacht. Wir haben immer gedacht, wenn wir so einen Eingelenker machen, haben wir einen hohen Anti-Rise-Wert und das Ding wird halt einfach auf der Bremse stempeln. Das ist... Und das Ding wird sich halt ja, in den Federweg reinziehen beim Bremsen und wir wollen halt beide, sind im Prinzip auch Hardtail-Fans, sind mit dem Hardtail angefangen und uns ist eigentlich sehr wichtig, dass die Geometrie über, ja, beim Fahren sehr stabil ist. Genau. Dass man das sehr gut voraussehen kann, was passiert und wie sich das Rad verhält. Also anderes Problem, was ich bei modernen Enduros sehe, ist halt, dass jeder Ingenieur eigentlich nur die Möglichkeit hat, eine Kinematik auf eine Kettenblattgröße zu optimieren. Das heißt, im Prinzip sagt der Produktmanager, ich sehe unsere Zielgruppe bei, sag ich mal, 650B, die fahren alle ein 32er Kettenblatt. Das ist der Mittelwert, da gibt es welche, die ein 34er oder ein 36er fahren, da gibt es auch welche, die irgendwie in den Bergen wohnen und ein 28er fahren.
Da muss man sich entscheiden und dann müssen die Ingenieure da eine Kinematik drauf entwickeln, die dann für das eine Kettenblatt ideal ist. Genau, prinzipiell ist halt so, wenn man für 32 irgendwie von der Pedaliereffizienz beispielsweise optimiert hat, dann tritt es sich halt mit größeren Kettenblättern, wenn man irgendwie viel Dampf in der Beine hat und, weiß ich nicht, beim Enduro-Rennen 34er, vielleicht sogar 36er fährt, da hat man halt nicht die Pedaliereffizienz, die der Konstrukteur sich so gedacht hat. Das heißt, im Prinzip hat man dieses, was man so schön Pedalbob nennt, das Fahrrad fängt eigentlich an zu wippen. Genau. Bei jedem Treten tritt man das Rad ins Fahrwerk, weil einem die Unterstützung durch die Kette fehlt. Genau, und umgekehrt ist es halt die Leute, die ja, entweder in Alpen fahren und halt deswegen einfach kleinere Kettenblätter fahren oder weil sie untrainiert sind oder wie auch immer, die haben halt dann den Effekt, dass sie beim Bergabfahren gerade dann irgendwie mehr Anti-Squat haben, als sie bräuchten und was dann halt irgendwie einhergeht, halt mit Pedalrückschlag, wie man es halt kennt. Pedalrückschlag kann von, ich verrutsche ein bisschen auf den Pedalen, wenn man Flatpedals fährt, bis hin zu richtig unangenehmen Schlägen auch ins Bein führen und es ist alles nicht gerade angenehm, um ja, sag mal, seinem Rad zu vertrauen und einfach nur aufs Vollgas geben, sich zu konzentrieren. Ja, was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass die ganzen Sachen, die wir jetzt kurz in der Einleitung angerissen haben, in den Anti-Rise beim Bremsen, die Raderhebungskurve, dass das so, natürlich erst so richtig Effekt hat bei halbwegs viel Federweg. Also unterhalb von vielleicht 140 mm muss man sich da nicht richtig Gedanken drüber machen. Wenn wir jetzt irgendwie so ein Trailbike mit 130 machen würden, dann wäre das ganz sicher ein Eingelenker beispielsweise und nicht so ein komplexes Ding. Jetzt nochmal zusammenfassend, warum machen wir das Projekt? Wir machen es einfach nur, weil wir Bock haben und schon so oft gute Ideen hatten und den Anschluss verpasst haben, nicht unsere Ressourcen am Start hatten, kein Budget hatten und jetzt kriegen wir das hin und wir haben, ich sag mal ganz einfach, wir haben die Eier, das jetzt mal durchzuziehen und glauben, wir gehen da genau in die richtige Richtung. Und das hat eigentlich erstmal gar keinen kommerziellen Hintergrund. Wir wollen einfach mal schauen, wie weit wir kommen, wie potent so ein Fahrrad werden kann, was der Hinterbau alles leisten kann, wenn man einfach keine Rücksicht nimmt, sondern man das Beste rausholt. Genau, also pure Performance. Das Rad wird im Prinzip eine Auslegung bekommen, wie Megavalanche oder EWS-Rennen oder richtiges alpines Geballer. Also wirklich, wo was passiert, wird das Fahrrad seine Stärken richtig ausspielen können. Ja, wir schauen einfach mal, wo es hinführt. Ich meine, die Sachen, die wir gerade angesprochen haben, sind das eine. Dazu kommen dann noch 1000 andere Sachen, die wir uns ins Lastenheft schreiben. Leichte Wartbarkeit und ja, aber da kommen wir später dazu. Erst das macht das Paket ja eigentlich rund. Ja. Wir machen auf jeden Fall noch ein kurzes Video für die Tech-Nerds, um die ganzen Kinematik-Begriffe, die wir gerade irgendwie von uns gegeben haben, mal im Detail zu erklären, anhand von ein paar einfachen Modellen am Rechner. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, wir sind ja auf YouTube, da könnt ihr hier unten einfach abonnieren und dann da muss man noch so ein paar andere Dinger checken wahrscheinlich. Ich bin kein YouTube-Freak, ich muss mich jetzt erst zum YouTube-Freak machen. Aber ihr wisst schon, was ihr anklicken müsst, damit ihr nichts verpasst.